Was bist du denn? From the Memories of Oh mein Gott, nein, das ist nicht euer Ernst. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Reborn. Ja, ich habe gerade etwas getriggert, wie ihr es gerade seht. Ich war ja auf, ich habe mich ein bisschen umgeschaut, wo es als nächstes hingeht. Und den Typen unten rechts, den mit den blauen Haaren, den müsste man auch mal ansprechen. Da sagte hier ein Typ in einer weißen Robe. Der ist ja irgendwie so ein Wasserspot gewesen. Wir waren gerade da drin, der einzige Ort, wo hier eigentlich so Wasser ist. Sind wieder rausgegangen, auf einmal so wird getriggert. So. War das nicht Benett? Das war Benett. Den Typen, den wir in der Eisarena getroffen haben. Den Käfer-Dude. Ich setze einfach mal aus Prinzip Stalus nach vorne. Weil ich einen Kampf erwarte. Da ist er. Das ist Benett? Ich hatte schon das Gefühl, dass mich jemand folgt. Aber von all den Leuten hätte ich niemals angenommen, dich hier zu sehen, auch wirklich. Mal wieder. Gut, ja. Gehört der auch diesen Typen an? Das ist jetzt echt. Auf Kurs und komm. If someone follow me back, but I must. So, we can save Luna. Okay, er will auch Luna saven. Ist das jetzt eine Falle von ihm? Oder möchte er es wirklich? Ich weiß es nicht. Oh, you are trying to save. Also, du bist auch gekommen, um Luna zu saven? Ich sehe schon. Also, um Luna zu retten. Well, in that case. Gut, wir haben dasselbe Ziel. Ich bin sicher, wir können uns gegenseitig verstehen, unterstützen. Okay. Müssen wir jetzt noch hier irgendwas machen? Benett! Also ich bin hier reingegangen, wieder raus. Da war direkt automatisch der Trigger da, als ich hier mit dem Dude hier gesprochen habe. Okay, unter anderem hier lohnt es sich, den Itemradar einzusetzen, denn hier kriegen wir jede Menge blaue Scherben. Was geht denn hier ab? Hier konnten wir, das war vorher abgeschlossen. Ah, welcome, Baswan. Okay, ja. I'm glad in. Follows of the Helix. Ah. May your Helix was your guide. Ah, davon habe ich gehört. Es gibt hier so in dem Reborn einen Helix-Kult. Also ein Helix-Fossil-Kult. Und wir haben zufälligerweise sogar ein Helix-Fossil dabei. Und ich habe gehört, wir dürfen kein Dom-Fossil dabei haben. Da wir in dem Spiel noch keinen gefunden haben, ist das sehr von Vorteil für uns gerade, glaube ich. Ja, die beten halt Helix-Fossile an, halt wegen Ammonita, Saboroso. Puise Helix. Ah, und das haben die hier wirklich umgesetzt. Ab Anarchie, B-Anarchie, Anarchie, White Beat. Was? Was hast du für ein Problem? Excuse me, ja. Slayer of Trees. Okay. Mehr gibt es hier noch nicht. Okay, wahrscheinlich für später. Auf
jeden Fall haben wir ein Helix-Fossil dabei, das weiß ich rein zufällig. Das kann ich euch hier auch nochmal zeigen. Wenn ich es finden tue. Da, Helix-Fossil. Da war nämlich noch eins. Okay, können wir jetzt hier rein? Nein, locked. Immer noch locked. Gut, auf jeden Fall Binet ist, so wie es aussieht, auf unserer Seite. So sicher bin ich mir aber, also 100 Pro bin ich mir auch nicht sicher, ob das wirklich, ach komm, ob das wirklich so stimmt. Ja, wir speeden nochmal, weil wir müssen nochmal den Point finden. Waren wir hier schon mal? Werwolf. Ne, hier waren wir noch gar nicht, ne? Hallo? Ich gehe noch mal ganz kurz rechts. Ich hoffe, dass da die Sackgasse ist. Ja, gut. Ich kriege mal ein Mining. Oh, Mining ist schön. Uns fehlt nämlich auch eine blaue Scherbe, denn wir haben jede Menge da mit dem Item-Radar gefunden. So, wir kriegen aber keine. Habe ich noch ein Blast Powder? Nein, habe ich nicht. Schade. Gut. Ich setze hier nochmal Itemröcker ein. Nö. Die Musik hat sich geändert. Ich mache mal ein bisschen lauter, damit man es auch hört. Sehr eher bedrohlich mystisch, sag ich mal. Okay. Das bin nett. Oh Gott, was geht denn hier ab? Entschuldige für das Orönchen. Das ist Elias. Ist eben das, okay. Ja, Elias hat ihm gesagt, dass wir hier hinkommen werden. Er arbeitet für Elias, Bennett. Beziehungsweise Al. But you act. Aber du sollst halt nicht denken, dass ich Müll bin. Es sind Figuren. Die meisten Leute wissen gar nicht. Ja, gut, gut. Das ist The Company of Bugs. Okay, das ist halt eine Kompanie aus Käfern, halt, die sozusagen die manipulierbar sind. Bitte verstehe mich nicht falsch. Standoffishness. Keine Ahnung, was das heißt. Doing is best vom. Was wir hier tun, ist das Beste für meine Zukunft und die für Luna. Elias. You have done well, Bennett. Elias will Bennett einen Platz in den Top 4 verschaffen. Ich bin gespannt, wie er das anstellen will. Yes, of course. Thank you, sir. Okay. Oh, pass auf, Elias hat Bennett auch nur wie eine Marionette benutzt.
Oh, das denke ich jetzt mal. Er hat nämlich, Benett hat nämlich geholfen, Luna zu finden. Das war noch in der Eisarena in Spinal Town. Okay, seh mal, Orönchen hier. Es ist recht sicher in dieser Höhle, in diesem Dungeon. Wie schon. Die wollen. Warte, was? Die wollen Lunas Gedächtnis auslöschen. Oh, was Radomus betrifft. Was? Wie? Wo? Was? Hä? Hopefully after we remember seine loyalen Lügen. Und wir bringen sie zurück zum Licht. Alter, lass die doch mal selbst entscheiden, die Dame. Meine Güte. Yes. Das sind immer diese Leute, die immer denken, die wissen, was das Beste für einen anderen ist. Nein! Jetzt mischt euch da. Es mischt euch da doch noch nicht ein. Das ist. Würdest du mir bitte folgen? Oh Gott. Ja, jetzt sind wir in der Zelle. Super. Rebirth in the New World. Read. Ja, wir lesen es mal. Also, das ist. Also Wiedergeburt und eine neue Welt oder Geburt und eine neue Welt. Wenn sich eine Tür schließt, öffnen sich andere, ist klar. Arkos 323, das ist wie eine Bibel, weißt du? Arkos ist halt der Gott. From the Ash, New World, beginnen. Okay, das ist wieder Nazgûl, Nazgî, Natus, the Lord Arceus. Okay. Is it some pale? Okay, er meldet sich da. Holy Friend. Sein Name ist Wendell. Wie ist meiner? Ja, gut. Okay, sie haben uns hier gefunden. I get better food. Er hat ja gehofft, dass er hier besseres Essen findet als auf den Straßen. Ja, okay. Oh, die Musik ist so cool dabei. Is it kind enough? Ja, gut, kommen wir jetzt weiter. Zimgards muss. Come on, old buddy. Oh, er hat ein Klavion. Ah, cool, er hat ein Klavion. Good work, buddy. Ah, nice. Was wie, klar. Ja, es ist halt so ein. Ja, Master Key. Ja, Klavion ist halt so ein Schlüsselbund-Pokémon in dem Sinne. Ein Schlüssel-Pokémon. Dadurch kommt es. Ach, das ist geil. Arcus will save us. Okay, wir können jetzt weiter. Alles klar. Aber er bleibt zurück. Ich das jetzt so mitbekommen habe. Ui, oi, Labyrinth. Oi. Müssen wir kämpfen? Können wir kämpfen? Dürfen wir erwischt werden? Das testen wir jetzt mal aus.
hoffe, nicht gesehen werden. Oh, okay, keine Kämpfe also. Wir dürfen nicht gesehen werden. Der Weg ist also keine Option. Oh, ein Labyrinth. Oh Gott. Okay, wir können hier rein. Spelltag. Was war Spelltag nochmal? Oh, das ist Bandsticker. Jetzt können wir hier aus den ganzen... Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Davor hat mich schon jemand gewarnt. Wir müssen hier die ganzen Bücher lesen. Swix, Three Stones. X-Pillars. Oh mein Gott. Ja, wir müssen die ganzen Bücher nämlich lesen und uns Sachen merken. Aha, das wird witzig. Nicht. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Es gab bisher nur einen Weg. Ich will ihn austesten, ob es hier Items gibt, die ich haben möchte, etc. Wir müssen uns ein bisschen sneaky bewegen. So, da geht's schon mal nicht gerade. Es gibt bisher nur diesen einen Weg. Dieser dreht sich immer wieder um. Die Frage ist jetzt, welcher ist jetzt der... Da ist es der richtige Weg, okay. Oh mein Gott, okay. Hier kommen wir nicht weiter. Oh, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Oh Gott. Okay, okay. Okay. Pass auf. Jetzt ist er voll. Oh mein Gott. Aber wie geht's jetzt weiter? Ach ja, klar. Sicher. So rum. Hier lang. Okay. Hier ist abgeschlossen, okay. Boah, ist das gemein hier. Oh nein, ihr seid doch echt... Oh Gott. So, schaut er nach vorne. Oh mein Gott. Nein. Ah. Oh. Guti, 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 guti. Wir haben einen Weg auf jeden Fall und... Es ist lustig. Es ist, wie gesagt, mal ein anderes Pokémon. Normalerweise kämpft man sich aus solchen Sachen raus. Und jetzt einfach mal sneaky hier bewegen. Ah, fick. Die Henne.
Ach komm. Wir waren so weit. Wir waren so wirklich so weit. Aber das ist wirklich eine echt miese Stelle da gewesen. Das ist eine richtig miese Stelle hier. Ach komm! Arr! Ja, speeden wir hier immer wieder. Komm. LOL! Geschafft, 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 geschafft. Um Gottes Willen. Mutation Ascent. Okay. Sind das immer noch? Ich glaube, wir dürfen uns immer noch nicht erwischen lassen, ne? Okay, wir müssen jetzt hier weiter. Das heißt, wir haben ein paar Kämpfchen vor uns. Ja, damit kann ich umgehen. Ja! Damit. Oh Gott, was ist das für ein Feld? Da blende ich ja schon. Hallo Knuddeluff, du bist ein Feentyp. Ja, das würde dich schmecken. So schnell wird man Knuddeluff los. Oh, die sind doch alle hier so gottesfanatisch wieder. Man. Gut, wir werden hier gegen alles kämpfen, was wir sehen. Einfach nur so, weil wir es können. Dragonier. Was ist das Sanctusfeld? Ah, wir haben da ein Dragonier. Oh, das kann alles. Das könnte wirklich all möglichen Scheiß. Aber gegen Dragonier haben wir was. Was Effizientes. Und das ist, Hallo, da wohl nur. Und wir können sogar entscheiden, ob wir mit dem Ice Beam oder Dazzling Gleam angreifen. Ich glaube, das ist ein Holy Feld. Wir greifen mit dem Dazzling Gleam an. Ich habe die Vermutung, dass das hier ganz schön verstärkt wird. Und ich lag richtig. Was ist ein Shelgon? Oh, da treffen wir aber auch nochmal richtig doll hier. Setzen Drachen-Pokémon ein. Auf so einem Feld, wo wir richtig mit Feen trumpfen können. Ja, schlau seid ihr aber auch nicht, ne? Aber ihr setzt Drachen-Pokémon ein. Das finde ich cool. Ay, wie viel gibt es denn hier? Okay, hier gibt es einen Healing-Spot. Was ist das für ein Ort hier? Was bist du denn?
From the memories of Oh mein Gott, nein, das ist nicht euer Ernst. Dafür brauchen wir die Bücher. Ah. Das ist nicht wahr. Alakazam. Ein Sinnsalam. Wir sind aber, wir resistieren Psychoattacken, obwohl wir eine scheiß Spätzdef haben. Aber Simsala hat eine miese Def, von daher alles gut. Oh, wir switchen mal raus auf Kukovay. Wir brauchen die Bücher hierfür. Wir mussten das da durchlesen und Verse irgendwie angeben. Oma. Ist das euer Ernst? Ein Flabby B. Warum ein Flabby B? Weiß niemand. Wir gehen einfach mal rein für den Psychoschock. Oh, Psychoschock wird hier auch verstärkt. Sehe ich gerade. Sehr schön. Das gefällt mir. Schönes Feld. Oh, du wirst den Leafstorm überhaupt nicht mögen. Den Blättersturm. Ein Fluet. Schön. Der kriegt auch noch einen Psychoschock ab, welcher hier versteckt wird. Okay. Misty Terrain. Okay, der wandelt um in Nebelfeld, was auch einen Bug verursacht. Ich glaube, ich muss das Spiel echt mal neu installieren. Moonblast. Oh. Aua, 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 aua. Ah. Gut. Schön überlebt. Gut, das war's jetzt aber. Gut gemacht, Kukovay. Kriegst einen Keks. So, oh, was geht da ab? Da ist Luna. Ich sehe Luna auf dem Altar. Oh. Okay, wir müssen da hin. Gut, wir machen jetzt erstmal hier die ganzen Kämpfe und danach überlegen wir, wie wir das mit den Büchern machen. Nein, Ditto. Ich mag dich überhaupt nicht, Ditto. Wie beginnt. Ja. Ah, nein, 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 das wird hier verstärkt. Ne? Wir fighten einfach mal. Wer schneller? Kukovay oder Ditto? Ich glaube eher Ditto. Wir probieren einfach mal ein Leech Seed. Das funktioniert. Wir sind schneller. Sehr schön. Und jetzt können wir eigentlich mit Kukovay drin bleiben und die Hidden Power weiter drücken. Leaf Storm, ja, schwäch dich mal selber, du Vollidiot. Okay, hat mehr Schaden gemacht als gedacht, aber. Wir können mit der Hidden Power ja. Wir können mit der Hidden Power nicht allzu viel Schaden anrichten. Gut, wir switchen raus auf Gventula, weil jetzt können wir Kukovay, also Ditto, vierfach effektiv treffen. Das resistieren wir und auf minus 2 macht das gar nichts mehr. Das habe ich mir schon gedacht. Und schön den Signal Beam. Das hältst du nicht aus. Dear Lord, ja. Okay,
Okay, hier geht es wahrscheinlich zum Ausgang. Jo, natürlich. Wir machen erstmal die ganzen Kämpfe und danach im nächsten Part überlege ich mir einfach mal, wie wir das mit den Statuen hinbekommen. Ein Ledion. Da sind wir sowas von im Nachteil, deswegen gehen wir instant raus. Ledion, wie begegne ich dich denn? Ich könnte mit Gewentula rein. Ich könnte mit Pyroleum. Ich könnte mit Stahl. Ja, natürlich gehen wir mit Stahlus rein. Wir treffen das Ding vierfach effektiv mit Steinhagel. Ja, Slash. Das wird gar nichts machen. Jupp. Und wir gehen für einen Worksite. Bugbass ist schon speziell. Das macht ein bisschen mehr. Aber das ist vierfach. Hältst du nicht aus. Nicht bedroht. Also, das Stahlus hat auch noch hohe Gewalt dazu. Keine Chance. Floatzel. Oh, da gehen wir wieder. Oh ja, und wie war da rausgehen? Das Ding kann Eiszahn eventuell, ne? wir gehen auf Gewentula. Sicher ist sicher. Wir gehen dann schneller als das Ding. Whirlpool. Du bist ein gemeines Ding, kann das sein? Wolltest Stahlus festhalten. Damit es nicht mehr switchen kann. Okay, wir gehen für Discharge. Wir sind nicht schneller. Wie schnell ist... Okay, Crit. Wie heißt nochmal die weiteren Wege von Barmelin? Ja. Blackout, keine Ahnung. Vergessen. Aber es war schneller als Gwentula. Das wundert mich jetzt ein bisschen. So, Punch. Oh, du hast einen Mediras. Mhm, da gehen wir auch wieder sofort raus für Ninetales. Wir können dich vierfach effektiv treffen und wir immunisieren deine Dragonclaw. So, Deathling Beam. Das ist ein vierfach effektiver Step-Move. Nee. Und noch ein Crit. Also, du wurdest ja wirklich ins Universum geschossen. ich mag diese Statue nicht. Gut, hier können wir auf jeden Fall Pokémon heilen. Einen Kampf haben wir hier noch. Das war der letzte, ne? Das war eben gucken, ja. Danach werden wir den Part erstmal beenden und ich werde erstmal schauen, wie wir das Rätsel hier lösen können. Oh mein Gott. Warschakwil. Wir sind im Vorteil und wir sind im Nachteil. Schön, ne? Wir gehen dann einfach für Discharge spielen. Wir sind schneller. Fast. 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 Skydrop. Oh. Ho, ho, ho. Gut, da können wir nicht allzu viel tun. Vielleicht ein Thunderwave. Bam. Das überleben wir. Schöne Sache. Das war's für dich, das Waschakwil. Und eventuell vielleicht ein Level Up. Ah, fast. Oh, The New World. Shall be reborn. Das war doch 2303, ne? Das war das Buch, was wir in der Zelle gefunden haben, glaube ich. Oh mein. Das wird ja enorm funny hier. Das heißt, wir müssen zurück ins Labyrinth. Ich muss mir die Bücher anschauen und... Oh mein Gott. Okay. Okay, okay, okay. Für diese Kraft brauche ich wirklich eure Daumen hoch und
Beim nächsten Mal öffnen wir das Tor und retten endlich Luna. Alles klar. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag und bis dann, euer Eulchen. Ciao.